Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Open Transportal Code. Ich mache so eine andere Musi an. Bang. So, und erstmal Pause beenden. Und weiter geht's. Guck mal hier, X. Ich hab's nicht vergessen. Aber ich würde gerne die Bäume trotzdem gern standardmäßig deaktiviert haben. Das sind übrigens hier die Mods, die ich für dieses Level hier drin habe, falls euch das interessiert. DB Double Deck Coaches, Fubars, Tram Tracks, Modern Tram Set und das DB Set. Das könnt ihr euch aus dem Mod New GRF Repository runterladen. So viel dazu. Ich wollte die Bäume ausmachen. Okay, was erwartet uns in dieser Folge? Ich weiß es auch noch nicht. Vielleicht zum Aufwärmen eine Subvention. Ach ne, die haben wir eh schon. Also ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Ach, hier unser Kanal. Und da haben wir so auch schon die Subvention. So einfach geht das. Was haben wir hier? Ich habe übrigens was gesehen, als ich mir die letzte Folge nochmal angeguckt habe. Wo auch immer das war. Vielleicht habt ihr es bemerkt hier unten, dass der Zug hat kurzfristig hier die Strecke blockiert. Aber ich glaube, das macht eh nichts, weil hier ist ja nicht so viel Verkehr. Da kann man das auch mal verschmerzen und von daher lasse ich es einfach so. So, wir gehen nochmal hier. Oh, Fuchsihausen wächst und gedeiht. Und wir gucken nochmal in die Subventionen. Wo waren wir hier, ne? Hier unten habe ich doch irgendwas gesehen. Ein Kohlebergwerk. Ich glaube, damit kann man nichts anfangen. Im Bau oder wie? Ja, sieht danach aus. Und unsere Ölstrecken. Oh, was haben denn die Gegner hier Schönes gebaut? Entschuldigung. Subventionsangebot Klein Andermund nach Rüsselswald. Rüsselswald ist ja auch nicht die größte Stadt hier im Hood. Aber wir könnten hier eine Brückenverbindung hinbauen. Da nicht, sondern hier. Und dann kann man sich die Subvention eigentlich... Ach, oh. Jetzt habe ich den falschen gedrückt, den falschen Knopf. Soll vorkommen. Haben die überhaupt irgendwie sowas wie einen Busbahnhof? Nein, haben sie nicht. Ich baue mal so einen hier, weil es Kritik gab. Oh. Die wohl lassen mich dort gar nicht bauen, die sympathische Stadtverwaltung. Schade, dann habt ihr einfach Pech gehabt. Hm, na gut. Hm, wir haben schon so viel hier gemacht. Oh, eine Ölbohrinsel schließt. Das ist ja was ganz Neues. Ich glaube, hier unten ist so ein bisschen das Ballungscenter der Karte. Hier sind die meisten, die größten Städte überhaupt. Vielleicht hier auch ein bisschen mit. Aber ansonsten... Gucken wir mal nach Nordstadt. Ja, die sind auch schon recht gut gewachsen. Gefällt mir sehr. Unser Hauptgebäude hier, wie ihr seht. Hier ist auch richtig verkehrlos auf der Bahnstrecke jetzt. Gucken, finden wir noch irgendwas, was man bauen könnte. Man könnte sagen, wir haben eigentlich schon alles gemacht, aber wir müssen noch 10 Jahre durchhalten. Wir könnten eigentlich ein paar Wertsachen irgendwie mal machen. Irgendwas mit... Ah, ich sehe, hab eine Idee. Also irgendwie Wertsachen-Transport müsste man mal verstärkt irgendwie... Oder auch nicht... Ja, gucken dann gleich mal, wenn wir hier fertig gebaut haben. Wertbrücken war das nicht? Nee, das war sie nicht. Ich hätte gedacht, Wertbrücken wäre unsere größte Stadt gewesen, die wir haben, aber das war dann doch nicht der Fall. Ja, was haben sie denn hier schon gebaut? Ach so, jetzt. Und da steht ja die Pausenhupe für die Arbeiter in der nahen Fabrik. Pause ist auch sehr wichtig.
Und selbstverständlich auch gesetzlich vorgeschrieben, eine Mindestpause. Und haben auch schon die nächste Eisenbahnstrecke gebaut mit so einem kleinen Transrapid. So, und jetzt gucken wir mal nach den Wertsachen, die wir hier ein bisschen transportieren können oder wollten. Ich glaube, wir hatten schon Wertsachentransporter gehabt, aber die sind leicht im Minus. Was haben wir denn hier für eine Strecke? Ist das unsere? Ah, hier, das ist eine gegnerische Strecke und die blockieren jetzt hier nämlich das Stadtwachstum, weil die ja so diagonal gebohrt haben. Ach, die transportieren Wertsachen, das ist ja interessant. Also wie gesagt, wir haben auch Wertsachentransporte, die aber Minus machen, würde ich mal behaupten. Obwohl, nee, doch, selbst wegen Grenzen, nur der hier macht Minus. Warum auch immer. Das sind ja doch schon einige Wertsachen, Busfahrzeuge, die wir hier haben. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hier ein bisschen was machen können. Das ist bestimmt eine gegnerische Wertsachenstrecke hier. Ja. Na, wir müssen uns, glaube ich, mal für die nächsten Folgen, wenn es das gibt, uns mal eine bessere KI auswählen. Hat eigentlich unsere Hauptstadt schon mal eine Bank? Nö, sieht nicht danach aus, das ist schade. So, und da bauen wir jetzt. Ja, überall greifen sich die Gegner die Wertsachen ab, die Schweine. Aber kriegen es nicht gebacken, da mal ordentliche Züge hinzustellen. Das ist einfach nur bitter. Ach, hier unten sehe ich was. Könnte man sogar mit dem Schiff fahren. Hier könnte man eigentlich auch ein bisschen Land platt machen, aber ich glaube, das lasse ich mal lieber. So, Wertsachen. Hier ist die Bank. Baue ich mal so in hier, das ist ja kein Problem. Und hier unten ist die Bank. Ich glaube, das könnte schon ein größeres. Oh ne, das geht eigentlich. Da haben wir gleich das Depot. Die Fahrzeuge können dann hier irgendwie sowas wie eine Runde fahren. Kann ich eigentlich schlechte Brücken hier manuell erneuern? Ja, das geht. Das ist schon mal gut, dann werden die hier nämlich. Achso, ist schon ein neuer, okay. Was ist denn das hier? Ist das ein. Interessant. Subventionsangebot, gucken wir uns gleich an. So, und jetzt muss ich irgendwie hier mal so außen rum bauen. Dum, 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 dum. Bam, bam. So, und das war's. Und jetzt kommen wir einfach mal so ein paar Wertsachen-Dings hin und her fahren lassen. Ich hoffe, es bringt ein bisschen was ein. Wir kopieren das gleich mit der Mat 2, die wir zu unterschiedlichen Zeitpunkten abfahren lassen, damit die sicher nicht gegenseitig die Lieferung wegnehmen. So, der dockt gleich an und da warten wir noch einen kleinen Moment, bis der hier so auf der Brücke ist vielleicht. Oranienstadt nach Steinbrücken und Klein-Andermund nach Rüsselswald. Das sind doch die, wo die uns nicht bauen lassen wollen, ne? Ja, mal ab dafür. Quedlinbrück nach Kleinkloppenmünster. Hm. Das ist interessant. Wir gucken mal nach den Zügen, ob da irgendwas mit Minus ist, ob die irgendwelche. Da braucht immer noch so lange, bis der beladen wird. Das gefällt mir nicht so. Aber gut, das können wir jetzt nicht ändern. Also Rock'n'Roll Trains machen übelsten Umsatz. Das finde ich richtig klasse. Bringt ja wenigstens jetzt hier wieder. Bisschen Kohle rein hier, der Zug.
gleich 6 Milliarden Euro, sehe ich gerade. Oh, ich glaube... Scheiße. Okay, das kann ja natürlich nichts werden. Ah, nee, da mal richtig gefailt. Ja, jetzt müsste es aber gehen. Sagt er wenigstens jetzt hier das an. Wir könnten dem ein bisschen Abhilfe schaffen. Ich weiß aber links gar nicht, ob das funktioniert. Ob man jetzt mit einem Stahlwagen beziehungsweise mit einem Eisenerzzug irgendwie das Zeug jetzt, Fahrzeug. Jetzt bringt das Kohle ein und jetzt lasse ich einfach mal hier so einen kleinen Eisenerz-LKW fahren und mich würd mal interessieren, ob das funktioniert. Quatsch, entladen. Gucken, was er macht. Ob der jetzt was aufnimmt und dann hinten auslädt. Oh, Flugzeugabsturz ist bei uns. Ich glaube, wir werden die ganzen Flughäfen nicht mehr ausbauen. Das lohnt sich jetzt auch nicht mal wieder. Ein Jahr vorbei, noch 9 Jahre. Und wir haben ganz knapp die... wir sind ganz knapp an der 200 Millionen Euro Gewinngrenze gescheitert. Hey, cool, der lädt tatsächlich aus. Lassen wir einfach hier so ein paar Autos hin und her fahren, bis das Zeug hier leer ist. So einfach sehe ich das. Das müssen wir natürlich regelmäßig kontrollieren, sonst ist es witzlos. Aber ich denke, das sehen wir ja dann. So, die machen einfach das Ding hier leer. Oh, Verzeihung. Und wir kriegen die Kohle trotzdem noch. Ganz einfach, ganz kleiner, fieser Trick. Ertrag von Schiff im Minus, ja. Warum eigentlich gibt es das Ding nicht mehr? Saalhorst, Ulfeld, nee, das ist hier. Kommt er da nie hin, oder was? Keine Ahnung. So, der macht auch Minus. Das liegt aber an der sehr langen Strecke, die die fahren müssen. Das ist also alles in Ordnung. Und hier Ingol Münster, die uns zuerst richtig blöd fanden. Ja, jetzt haben wir denen Glück gebracht und Entwicklung und jetzt... Ja, hervorragend. Was auch sonst. Wie es sich gehört. Können wir irgendwas optimieren? Die sieht nicht danach aus. Fürstenhof Dorf hat sich auch sehr gut entwickelt und Lübeck auch. Die haben sich erst ein bisschen gesträubt und jetzt wunderbare Großstadt draus geworden. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das Schiff hier irgendwie... Das Ding macht Minus. Hey, geil, das kommt nicht mal in den Hafen, das ist ja fett. Müssen wir mal ein bisschen wegreißen hier. Dass die hier nicht mehr bauen können. Kommt er tatsächlich nicht hier an das Ölfeld ran? Sehe ich das richtig? Hallo, wie dumm ist das denn? Dann ab ins Depot und dann einfach verschrotten. Das ist ja ein Kack. Wer denkt sich denn sowas aus, dass das nicht geht? Also... Und ja, kommt wieder ein Ölzug auf die Hauptstrecke. Ja, die machen hier Minus. Ja, ich glaube, die Bahn hier, die klappt auch nicht so richtig gut. Ah, die lassen wir jetzt einfach stehen. Zack. So, wo war das jetzt hier mit dem Eisenerz gewesen? Mal gucken, ob die Bude schon leer ist. Nee, die haben noch ein bisschen was zu tun, aber... Das soll uns jetzt nicht weiter stören. Was haben wir hier? Sägewerk und ein bisschen... Wald...
Ja, mal gucken, ob wir in der heutigen Folge noch die 6 Milliarden Euro-Grenze knacken. Ich würde einfach mal dranbleiben. Und da haben wir sogar schon geknackt. Da habe ich es angekündigt, da haben wir sie geknackt. 6 Milliarden Euro. Auf unserem wunderschönen Firmenkonto. Ja, und mit dem Geld werde ich mir jetzt eine Villa kaufen. Und das heißt, ich verabschiede mich bis dahin, bis ich in meine Villa eingezogen bin. Nein, natürlich nicht. Ja, ich verabschiede mich für die heutige Folge von euch und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge.